Yo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Und wir sind immer noch im Standardmodus. Letzte Episode habe ich den Excavate-Paladin gespielt, gerade aufgenommen. Wir sind mittlerweile Gold 6, fast Gold 5, in der letzten Folge auch thematisiert. Ja, das war so ein bisschen gefühlt 50-50 von der Winrate her. Aber da waren auch echt ein bisschen zähe Spiele dabei, was super lang ging gegen einen Control Warrior. Und der hat mit seinen Zügen auch immer gewartet, bis die Lunte abbrennt und so. Aber unterm Strich waren auch ein paar richtig schöne Matches dabei und auch ein paar gute Plays zwischendurch. Und unterm Strich muss man sagen, trotz des Nerfs mehr oder weniger, das Deck funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Also wenn ihr es interessiert, könnt ihr gerne letzte Episode oder in meiner Standard-Playlist auf meinem YouTube-Kanal Gothic Society Clan gerne einmal reinschauen. Da habe ich ein paar Videos schon von dem Deck. Und jetzt mache ich nochmal den Sludge Warlock. Da habe ich ja schon ein Video von gemacht. Und ja, da habe ich jetzt nochmal Bock drauf. Machen wir jetzt. Wäre natürlich schön, in Richtung Platin zu gehen jetzt. Ich guck mal gerade in meine Quest rein. Ich glaube, da muss ich nur Heldenschaden oder irgendwas, was man sowieso immer erfüllen kann. Da sind die Dailies. Ja, genau, Heldenschaden. Feindlichen Helden. Gut. Sludge Warlock. Auch dieses Deck, auch von dem Deck habe ich schon ein Video gemacht, wie gesagt. Findet ihr auch auf meinem Kanal. Und am Anfang, ich meine, in der Regel, ich gucke mir das vorher nicht an. Ich suche mir einfach ein Meta-Deck raus, was momentan beliebt ist. Und dann packe ich das rein, dann fehlen mir Karten. Ich stelle die im Video her. Und steigt da mehr oder weniger blind in das Ding ein. Und dementsprechend war so die erste Runde, kann ich mich erinnern, war mit dem Warlock echt schwierig. Da habe ich überhaupt nichts gerafft. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, wie peinlich. Ey, das kann ich, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt in dieser Folge drauf klarkomme. Aber nach der zweiten Runde war es schon gut. Und ab da habe ich dann auch die Spielmechanik verstanden. Ja. Long story short, ist auch immer so eine Sache mit dem Multitasking. Apropos Multitasking, ich glaube, ich habe die Quest jetzt einfach hier. Na egal, gucken wir mal. Oh, Murloc. Murloc, bei einem Warlock, der Magier heißt. Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschütten. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal wieder reinkommen hier. In das Ding. In die Geschichte. Oha. Komm. Ja, so ist schön. Mhm.
Na, ah, ich habe überlegt, aber nee. Das Problem. Ist halt die Frage, ob ich das überhaupt noch gewinnen kann jetzt. Dem Fail hier. Das ist der Knaller. So viele Möglichkeiten. Ja, könnten wir machen. Ja, das Portal öffnen wäre natürlich auch nicht schlecht. Schon ein bisschen Win Condition failen hier. Wow, okay. Werft einen Zauber ab, könnten wir nochmal machen, ne? Vielleicht ein paar Freunde ein bisschen. Oh. Oh. Naja, okay. Ja. Den vielleicht? Oder so. Naja. Verwendet einfach mehr. Ich glaube, das ist jetzt egal, ne? Lol. Ja, das läuft. Schlick Master B. Rüstungen, leichtgebaute Rüstungen. Zufälligen Mörler. Oha. Ja, das sollte doch zu schaffen sein, oder? Okay, vielleicht auch nicht. Oder doch? Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob er schon ausgegraben hat. Mhm. Sicher. Bloß nicht verschütten.
Schlick must be. Wer hat denn schon wieder 4 Karten gekriegt? Wahnsinn. Ah, das ist jetzt so ein bisschen outside the box game, ne? Ein bisschen retten, was noch zu retten ist. Oh man. Oh man, what's the going? Gut gespielt. What's the going? So Leute, jetzt müssen wir aber mal hier Sachen machen. Ich frage mich, ob Euch fehlt einfach die Perspektive. Ah! Arkanblitz. Schön. Ja, ich hatte auch überlegt, den zu spielen, aber wenn ich richtig gerechnet habe, sind da nur 2, von denen ich weiß. Ganz unten. Naja, kann ich ja trotzdem jetzt im nächsten Turn. Oha, der wird ja doch irgendwie krasser als erwartet plötzlich. Mhm. What? Ja. Finale. Problem. 16 kann er mir minimum ins Gesicht hauen. Oder er tradet. Okay, jetzt hat er schon 20. Fehlen noch 3. Und die hat er. Und dann ist GG. Ja. Yo. Hat er gut gemacht, ne? Wow. Verursacht 6 Schaden, ruft einen zufälligen Diener herbei, der 6 kostet, zerstört die untersten 6 eures Decks. Ich frage mich, ob Boah, das war close, ey. Das war close, Leute. Und eigentlich Gold 5. Oder? Ja. Genau. Neue Belohnung. Wow. Ey, ich hab echt... Ich war mir zu 95% sicher, dass ich das Ding verliere. Zumindest am Anfang. Dann sah es doch irgendwie gut aus. Und dann sah es wieder schlecht aus. Ein Hoch und runter.
Vor allem, wie plötzlich die Murlocs einfach krass wurden, ne? Gul'dan gegen Dalichtel. Schluck trinken. Im Tod werden wir alle dienen. Eure Seele wird mir gehören. Hä, vertue ich mich? War in dem Warlock-Deck nicht eine Quest am Anfang drin in dem Deck? Oder vertue ich mich da? Ey, sehr sicher. Oder? Ich grüße euch. Klar, Damage mich selber. Quest. Wurde die rausgepatcht? Gestern? Vorgestern? Warte mal. Patch Notes. Gut, 13. Februar ist schon länger her. Es ist vollkommen sicher. Naja, egal. Ich spiele es so, wie es jetzt gerade zu spielen geht. Aber nach dem Match gucke ich trotzdem noch mal ins Deck rein. Ich finde das äußerst merkwürdig gerade. Aber vielleicht vertausche ich das auch mit einem anderen Deck. Das kann ich nicht dir an drei Fällen. Boah, es ist hart. Mit deinem befreundeten Diener ruft ein Riese mit seinen Werten herbei. Ihr habt euch ewige Qual verdient.
Der Tod kennt keine Fesseln. Der Tod kennt keine Fesseln. Die Gefallenen werden dienen. Oha. Das ist gar nicht mal so schön. Das ist gar nicht so schön. So viele Möglichkeiten. Diese Aktion kann ich nicht ausführen. Nein. Der Jute. Ah, machst du nix. Aber ein 7-7 liegt da. Der Tod kennt keine Fesseln. Der Tod kennt keine Fesseln. Die Zitadelle bleibt standhaft. Boah, ey, wie hart das doch ist. Aua! Weg, weg, weg. 6 hat er Minimum, die er mir machen kann. Oder er tradet. Das Deck des Gegners. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aus. Gut gespielt. Ihr seid für die kommenden Kriege gerüstet. Oha. Ja, ich hätte gerne geguckt, was... Na, egal. Oh! So viele Möglichkeiten.
dich fast um. Na okay, dann bin ich down. Ja, genau das war das. War eine richtig harte Runde noch. Ah, jetzt werde ich tot sein. Ja. In meinem Namen. Jo. Ja, der 1-3er Spot, ne? Also, ich hab's irgendwie nicht geblickt, wie ich den down kriege. Also mit dem ist halt voll RNG, ne? Ich hätte den dreimal treffen müssen mit dem. Mit dem krassen Zauber. Warte mal. Ich muss mal einmal hier. Stehe ich denn so hart am Schlauch oder war das das Demon Seed Deck, was ich im Kopf hab von Wild? Könnte natürlich auch sein, dass ich das Deck hier im Kopf habe. Ja, okay. Sorry, guys, ich nehme alles zurück. Da habe ich mich ein bisschen vertan am Anfang. Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, ich spiele dieses Deck hier. Okay. Na dann. Sludge Warlock, stimmt. Ja gut, dann waren in Anführungszeichen Missplay ja gar nicht so schlimm. Ich dachte nämlich, ich hätte auf 1 irgendwie die Legendary Quest und habe die irgendwie, weil ich auch gelabert habe nebenher und noch was gelesen habe parallel. Das ist irgendwie so blöd, wenn man 2-3 Sachen gleichzeitig macht, moderieren, lesen und spielen. Und da habe ich gedacht, ich hätte das irgendwie weggeklickt. Oder ich war mir nicht sicher, ob ich es weggeklickt habe oder nicht, sagen wir es so. Aber habe ich nicht. Alles gut, dies, dies. So. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Nummer 1. Ich hab'n Sack für euch. Ah. Ja, von der Mana-Kurve her wäre Hero Power besser gewesen, aber weil er hier auf jeden Fall. Ja, okay. Na gut. Schlamm. Es ist
war's. Aha, da ist der Kollege. Ich glaube, ich muss den auch spielen. Ich habe mittlerweile ein bisschen Schlamm drin. Schlick. Und dann kann er mir ja einmal alles das Board clearen. Alter. Really? Wow. Das ist natürlich gar nicht gut. Ich meine, gut, ich könnte den hier noch spielen. So viele Möglichkeiten. Was auch mana-technisch irgendwie blöd ist, den jetzt für 5 zu machen. Immerhin hat er noch einen weggekriegt, aber naja. Lasst Knochen da. Uiuiui. Ich frage mich ab. Uiuiui. Arkanblitz. Ah, ich denke, ich bin tot. Trotz der Triple-Schlick-Aktion hat er halt einen 8-8er, mit dem er face geht. Tja. Eine Karte auf der Hand. Eigentlich kann da nicht mehr viel kommen, ne? Eigentlich nicht. Aber er ballert alles voll. Und das ist absoluter Hardcounter zu meinem Schlick-Play, weil die meine Schlicks dann auf die 1-1er gehen mit Wiederkehr und mies. So viele Möglichkeiten. Mies, absolut mies. Keine Chance irgendwie. Keine Chance. Ich frage mich ob. Könnte noch so machen. Und hoffen, dass mein Schlick den trifft. Ansonsten ist GG. 30% Chance. Naja. Sehr gut. Ah, okay. Doch eine höhere, weil ich noch zwei, weil ich zweimal Schlick drin hatte. Okay. Ich nehme zurück. Boah, Alter. It's never ending. Die Gefallenen werden dienen. Okay. Könnte auch den spielen für 5 Rüstung und einen Schlick. Ah.
Alter, komm schon. Ey, Junge, ist doch krass, ey. Absolut Top-Deck-Gedönse. Dies ist erst der Anfang. Die Zeit ist fast um. Es stehen zwei Spots da. Ich habe zwar nur noch zwei Leben, aber was will er tun? Boom. Sludge. Junge, Junge, Junge. So. Jäger. Gegen Rexha. Jäger. Lass die Jagd beginnen. Eure Seele wird mir gehören. So, wenn dieser. Achso. Obwohl, die beiden in Kombination? Machen wir doch. Ich grüße euch. Eine Dosis löst jedes Problem. Schwierige Entscheidung. Aber ich spiele den. Next turn spiele ich das. Zauber abwerfen, dann werfe ich diesen das Zauber ab. Ah, naja, gut. Oder den. Naja, wäre auch nicht schlimm. War. Na, schön wäre das nicht, ne? Verwendet einfach mehr. Ja, so ein bisschen 50-50. Egal. Ah, schade. Ja, es wäre so perfekt gewesen. Ja, man kann nicht alles haben. Das ist gut. Bei Fuß, Mädchen. Ich hätte einfach doch eine Karte ziehen sollen. Aber mein Gedanke war dummerweise, dass ich einen Zauber ziehen könnte. Dabei habe ich einen Zauber gespielt, tatsächlich. Naja, however. Ist ja auch egal. Denn das gibt sowieso einen Win. Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschwinden. Entschlieb. Kann ich Bedarf würfeln?
Ja, ich werde eine overdrawn, aber ich glaube, das war es trotzdem wert. Jedi. Meine Hand ist zu voll. Ja. Ja, komm, YOLO. Oh boy, das war not nice. Not nice. Hier unseren Schlammmaster B. Der wird hier gleich richtige Schlamm-Action machen. Oh, da müllen wir wieder eine, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Meine Hand ist zu voll. Boah, meine Hand ist so voll. Warte, warte. Boah, ich kann auch einfach hier die Dinger durchspammen, oder? Schlick Power. Schlick the Power. Ah! Ah, mein Schlickmeister. War einfach vor der Lols, oder? Nee, komm. Wir spielen das ordentlich. Drei, sechs, neun. Vielleicht wäre sogar GG gewesen, wenn ich das gespielt hätte. Aber ja, so weit vorne. Was soll passieren? Ja, kann ich auch nur einen Turn warten. Ich ergebe mich. So. Gul'dan gegen der Lichtkönig. Im Tod werden wir alle dienen. Eure Seele wird mir gehören. Ich grüße euch. Ihr habt kein Feld. Benutzt etwas Schlamm. Oh.
Die Gefallenen werden dienen. Uha, das schon wieder. Oh, Sludge Master. Der Tod fühlt sich gut an. Die Gefallenen werden dienen. Greift nach dem Himmel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja mies, ey. Das läuft nicht. Vielleicht kann ich mir mit dem noch mal so ein bisschen Comeback, aber... Krass. Ich frage mich ab. YOLO! Werf den Schlick ab. Los, fiede alles rein. Ich kann sehr überzeugend sein. Ja, da war nichts zu machen. Da war nicht viel zu holen, Leute. Aber ehrlich gesagt, da ich mich am Anfang des Videos so ein bisschen vertan habe, ne, jetzt habe ich wieder Bock auf den Wild Hexenmeister. Ich glaube, den spiele ich jetzt gleich als nächstes. Ich hab Bock. Ich hab Bock, Leute. Ich hab richtig Bock. So. Eine Dosis löst jedes Problem. Ob das geht. Oh ja. Nice. So habe ich das noch nie betrachtet, das mit diesem handelbar null Ding zu spielen.
Natürlich sehr schön. Flammeneule. Ja, je nachdem, wie es läuft, machen wir noch ein oder zwei Matches. Gul'dan gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Eure Seele wird mir gehören. Mies, kein Turn 1. Das war's. Um...
jedes Problem. Oh, mein Sludge Master. Egal. Gut gespielt. Ich gebe nicht. Hervorragend. So muss es doch laufen. Gewässern. Eure Seele wird mir gehören. Ja, Krieger wird schon wieder, ich glaube, das, na, es wird hart. Krieger wird hart. Boah, der. Ich steige auf, ihr aus. Der könnte ihn jetzt richtig ärgern. Oh ja, er hat 8 auf der Hand. Perfekt. Hey, hier da. Schließt die Tür an. Meine Hand ist zu voll. Verdoppelt die Werte, ist down. Jawohl. Perfekt. Außerordentlich. Ja, genau die richtige verbrannt. Besser kann es ja kaum sein. Es ist vollkommen sicher. Bloß nicht verschütten. Alles ist gut, solange du wild bist. Oh man. Hab ich ja Glück gehabt.
Finlay wollte ich doch eh nicht spielen. Was eine Überfahrung. Ding, ding. Egal wie groß die Gefahr ist, ich werde immer einer guten Entdeckung nachjagen. Wenn euer Deck keine Karte mehr enthält, werden eure Kampfschreie für den Rest des Spiels zweimal ausgelöst. Ah. Den habe ich letztens gesucht. Ich dachte, er wäre für alle zugänglich, aber... Boah, jetzt läuft's, ne? Jetzt habe ich einen Lauf. 4 Gold. Boah, ey. Eigentlich will ich jetzt gar nicht aufhören, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, wenn es so gut läuft, kann man mal ein bisschen Raum machen eigentlich. Naja, ein Match machen wir noch. Ja, das bekannte letzte Match. Guldan gegen Valera. Seid auf der Na, einer muss, aber dann ist Schluss. Ich grüße euch. Die Freude ist ganz meinerseits. Ihr habt kein Fett. Benutzt etwas Schlamm. Alpha Charlie. Komm. Du hast ja bestimmt nichts dagegen, wenn ich nach Platin aufsteige. Er hat nur eine auf der Hand. Warte mal, wenn ich das spiele, könnte ich einen Schlick abwerfen und dann hätte ich alles, ne? Oder? Oder auch nicht. Ach, weil ich die jetzt gerade erst gezogen habe im Turn, ne? Naja, egal, komm. Ist egal. Das ist nicht so schlimm. Schnell ziehen. Todesrisch und Grappenschatz. Okay. Keine Edelsteine. So sorry. Schatz. Hm.
Hä? Oh boy. Naja, egal. Den muss er kaputt machen. Ah, die haben mir nur einen in die Hand gegeben, ne? Ja, mies. Okay, lass mal rechnen. Aber er muss den kaputt machen, deswegen... Oh, man! Oh! Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich... Schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. So viele Möglichkeiten. Ja, solange der mir den Schlickmeister nicht abwirft, ist mir eigentlich alles egal. Wenn er die zwei abwirft, wäre das sogar gut. Nur den darf er nicht abwerfen. Den darf er nicht abwerfen. Alles andere ist mir egal. Ja, okay. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut. Zwei Angriffe. Oha. Krass, Alter. Krass, ey. Okay. Ja, da hilft mir der jetzt auch nicht mehr, der Schlickmaster. Doppelschlick ist der down. Der steht immer noch, ne? Wenn ich den und das mache, ist der down. Aber dann bin ich tot. Wenn ich das mache, selbst wenn ich 6 an allen, ne, ich muss das so spielen, anders geht gar nicht. Aber ich bin da, glaube ich, trotzdem tot, aber das ist das Einzige, was ich machen kann. Jetzt habe ich wenigstens 12 Leben. Mit etwas Glück rennt er mit dem Sechser in mein Gesicht und ich behalte den Schlägschleim oder er tradet den weg. Aber, oder er macht beides. Er kriegt den Dorn und geht mir ins Face. Also, naja. Was willst du machen? Schön, das ist sehr schön. Jetzt kann ich nämlich den mit dem Schlick abbauen. Okay. Hat er gedacht. Ach, guck mal. Ach, boy. Oh, man. Das habe ich jetzt auch total vergessen, Leute. Naja, so kann ich die Folge nicht beenden. Dann machen wir noch eins. 100 letzte Games. Das ist ein Running Gag. Gul'dan gegen Rexxar. Lass die Jagd beginnen. Eure Seele wird mir gehören. Weg. Weg, weg. Eine Dosis löst jedes Problem.
Obwohl, den hätte ich behalten müssen. Obwohl. Ja, ich glaube, es war okay. Weil diese ganzen 4-1er kann der natürlich super wegmachen. Andererseits muss ich den halt auch mit Finale spielen. Das heißt, bei 4 Mana schwierig, bei 5 Mana schwierig gerade. Das ist schon okay. Ja, Hero Power, den hätte ich auch machen können bei 5. Aber mal sehen. Naja, ist okay. Ja, das meine ich. Aber es hätte mir jetzt auch nichts gebracht, wie ihr seht. Einfach mehr. Obwohl, den hätte ich noch spielen. Mit dem Abwerfen. Könnte auch eine neue Strategie sein, das Schlangenöl auf der Hand zu behalten für mein Wirf den niedrigsten Zauber ab. Scharfer Pfeil, scharfe Augen. Krass. Scharfer Pfeil, scharfe Augen. Wow. Okay. Ja, mal gucken, was wir hier Schönes entdecken. Aua, aua, aua.
Aua. Boah, ich bin jetzt schon down. Das gibt's doch gar nicht. Next Turn Waffe plus... Wenn ich jetzt wenigstens den mit dem zusammen spielen könnte, dann wäre ich gerettet. Oder den mit irgendwas. Tja, irgendwas, was mich hielt. Irgendwas, was mich rettet vielleicht. Hm, fällt mir nichts ein. Zufälligen Diener der 6 kostet er dann aber keinen Spott oder so. Und Rüstung kann ich nicht machen. Bringt mir nichts. Naja. YOLO! Dieses Mal gewinnt ihr. Naja. Okay, wir belassen es nun dabei. Nicht 500 letzte Runden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn die letzten zwei Games Loses waren. Ja, ich mache jetzt einen kurzen Break und werde dann, glaube ich, noch eine kleine wilde Episode aufnehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal.